Hallo zusammen, mein Name ist Martin Winkler, ich bin Psychiater und ADHS-Coach. Heute geht es um das Thema Ermutigung und warum Erwachsene mit ADHS unglaublich viel davon brauchen, es aber irgendwie nicht so richtig zusammenhalten können. Zunächst einmal, was ist eigentlich Ermutigung? Ermutigung bedeutet einfach, jemandem zu zeigen, dass man an ihn glaubt und an seine Fähigkeit, erfolgreich zu sein. Das kann natürlich auf vielerlei Weise geschehen. Zum Beispiel durch Worte der Unterstützung, eine Umarmung oder auch ein Lächeln oder so. Für Erwachsene mit ADHS ist Ermutigung besonders wichtig, weil wir oft an uns selbst und unseren Fähigkeiten zum Erfolg zweifeln. Außerdem wird man halt immer wieder bei Misserfolgen erwischt oder erwischt sich selber dabei und wir haben dann vielleicht das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder etwas nicht zu können, weil wir in der Vergangenheit versagt haben oder es ja, durch Prokrastination gar nicht erst versucht hatten. Aber mit Ermutigung können wir anfangen, an uns selbst und unsere Fähigkeiten zu glauben und damit auch unsere Ziele erreichen. Ganz wichtig, so eine negative Erfahrung aus der Schule, da kriegt man meistens im Anfang noch ganz viel Ermutigung und Lob, aber das wird eben nicht systematisch, kontinuierlich fortgesetzt, sondern halt immer nur dann, wenn irgendwie was ganz Besonderes geleistet wurde oder wenn man mal nicht negativ aufgefallen ist. Da ist es halt schon bei Kindern ganz wichtig, aber eben auch bei uns Erwachsenen. Immer dann, wenn man halt mit jemandem mit ADHS zu tun hat, gib ihm möglichst viel Zuspruch, bestätige ihn. Das kann wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied im Leben für diese Person ausmachen. Wir brauchen jemanden, der an uns glaubt und der uns halt auch Bestätigung und Unterstützung gibt. Wie ist denn das bei dir? Hast du jemanden, der dir gut tut, der dir Ermutigung, Bestätigung, Anerkennung gibt? Hast du Aktivitäten, wo das besonders der Fall ist, die du ausbauen kannst? Schreib es einfach mal in den Kommentaren.